Seit Jahrhunderten schließt unser Land, die Schweiz, mit anderen Ländern oder mit Organisationen Abkommen ab. Auch mit der Europäischen Union hat die Schweiz viele sogenannte bilaterale, also zweiseitige Abkommen abgeschlossen. Für die Schweiz ist wichtig, dass sie den Abkommen den Zutritt zum EU-Binnenmarkt regeln kann. Andererseits profitiert natürlich die EU vom Zutritt auf den Schweizer Markt, möglichst barrierefrei. Sie profitiert mit dem Personenverkehr, im Landverkehr, in der Forschung oder mit Finanzzahlungen. Seit neuestem verlangt die EU von der Schweiz einen sogenannten Rahmenvertrag. Was will die EU von der Schweiz? Sie verlangt von der Schweiz, dass wir automatisch neue EU-Gesetze übernehmen. Der Bundesrat beschwichtigt, das Schweizer Volk könnte immer noch Ja oder Nein sagen, zum Beispiel in einer Referendumsabstimmung. Aber das ist ein Witz. Warum? Wenn wir nicht Ja sagen zu so einem neuen EU-Gesetz, kann die EU, das ist so vorgesehen, kann die EU Strafmassnahmen auslösen oder sogar ganze Abkommen künden. Was auch noch neu dazukommt, damit die Schweiz die neue EU-Gesetze wortgetreu umsetzt, sollen EU-Richter, der sogenannte Europäische Gerichtshof, darüber wachen, dass wir das super umsetzen. Es erfolgt also ein Zwang. Auch hier beschwichtigt der Bundesrat, er redet jetzt plötzlich nicht mehr nur vom Europäischen Gerichtshof, sondern hat jetzt die Idee von einem sogenannten Schiedsgericht. In so einem Schiedsgericht wäre je ein Richter aus der Schweiz und aus der EU und aus einem Drittland. Also der Bundesrat hat die Absicht, den EU-Gerichtshof ein bisschen zurückzudrängen. Aber eins müssen wir wissen. Es wird immer der EU-Gerichtshof sein, der EU-Recht auslegt, ob es das der Schweiz passt oder nicht. Und das bedeutet für uns, dass EU-Richter, und das sind Gottes Namen fremde Richter, unsere direkte Demokratie überwachen und sogar unserem Parlament, dem eigentlichen Gesetzgeber, auf die Finger schauen. Wir von der Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz eins können da nicht Ja dazu sagen. Denn so ein institutionelles Abkommen oder Rahmenabkommen zwingt uns, fremdes Recht zu übernehmen, ohne dass wir dazu etwas sagen können. Das zerstört unsere direkte Demokratie, das zerstört unsere Unabhängigkeit, unsere Eigenständigkeit. Darum sage ich ab zur Angst und ganz klar Nein sagen, damit wir in Zukunft unser Land selber bestimmen können.